schönen Monatsmai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Wir wollten nicht noch eine weitere Version der Dichterliebe aufnehmen. Es gibt ja schon ein paar davon, ein paar sehr schöne Aufnahmen. Das lyrische Intermezzo ist einfach viel mehr. Es verbindet Schumanns Lieder, und das sind ja ein paar mehr Lieder als die 16 aus der Dichterliebe, mit den Originalgedichten aus dem lyrischen Intermezzo. Die von Schumann ausgewählten Lieder sind teilweise sehr wild romantisch und tief traurig, und die werden sozusagen wieder in ihren ursprünglichen Zusammenhang eingebettet. Und bei Heine ist ja dieser Zusammenhang ja alles andere als wildromantisch. Man entdeckt völlig neue Farben und neue Facetten. Durch Heines schneidende Ironie erscheinen auch Schumanns Lieder in einem ganz neuen Licht. Man erlebt die Geschichte der Dichterliebe ganz neu, ganz anders, emotional vielschichtiger, echter und für mich dadurch auch viel lebensnaher. Vergiftet sind meine Lieder. Wie könnte es anders sein? Du hast mir ja Gift gegossen ins blühende Leben hinein. Vergiftet sind meine Lieder. Wie könnte es anders sein? Ich trage im Herzen viel Schlangen und dich, Geliebte mein. Das ist auch genau das, was mich daran sehr, sehr angeregt hat. Und die Idee, genau die Texte und die Musik gleichzeitig zu hören, was eigentlich sehr selten ist, den Zynismus herauszuhören, aber auch die unglaubliche Liebesfähigkeit, die Leidensfähigkeit des Mannes, der an einer Frau oder an Frauen verzweifelt, auch die Leidensfähigkeit der Frau, die unter Umständen am Mann verzweifelt. Beides kommt, finde ich, vor. Und es ist trotzdem ein unglaublicher Ritt durch eine Gefühlswelt, ein Ritt wie durch einen sehr, sehr dunklen, komischen, verwirrenden Wald, in dem man sich nicht mehr zurechtfindet, wie die Liebe eben so ist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, weswegen wir das machen wollen. Ich glaube, Sie haben das erlebt, wir haben das alle erlebt. Und es gab Gott sei Dank Künstler, die das zu Papier, in Musik, in Noten und zu Buch gebracht haben. Und wir wollen diese alten beiden Knaben Schumann und Heine ganz unmodern, sehr modern wieder einem Publikum und damit Ihnen näher bringen. Ach, könnte ich dorthin kommen und dort mein Herz erfreuen und aller Qual entnommen und frei und selig sein. Ach, jenes Land der Wonne. Wir haben viel füreinander gefühlt und dennoch uns gar vortrefflich vertragen. Wir haben oft Mann und Frau gespielt und dennoch uns nicht gerauft und geschlagen. Wir haben zusammen gejauchzt und gescherzt und zärtlich uns geküsst und geherzt. Wir haben am Ende aus kindischer Lust Verstecken gespielt in Wäldern und Gründen und haben uns so zu verstecken gewusst, dass wir uns nimmermehr wiederfinden. Ich freue mich sehr, dass auch Cornelius sofort begeistert war von diesem Konzept und dass daraus eine schöne Zusammenarbeit entstanden ist. Wir haben das Programm schon öfters im Konzert gemacht und es war jedes Mal spannend zu sehen, wie gefesselt das Publikum war von seiner Erzählkunst. Er bringt die Gedichte einfach unglaublich spannend und versteht es, die Ironie von Heine so richtig rauszuarbeiten. Und das macht mir Spaß und auch dem Publikum.